Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es gleich um zwei Mounts. Und zwar zwei, die wir über eine Paragon-Kiste bekommen. Wir haben hier einmal das Beryl-Splitter-Fell. Das Grundmodell kennen wir ja schon von dem ein oder anderen Mount hier aus Cortia. Jetzt haben wir quasi das gleiche nochmal in grün, tatsächlich in grün oder türkis, je nachdem wie man das sehen will. Dieses Mount. Und dann geben wir jetzt mal hier Vorstoß des Todes ein. Und da sehen wir dann auch schon das zweite Mount. Und zwar Grimmklingenschwinge schimpft sich das. Das ist auch ein Model, das wir hier aus Cortia ja schon zu Genüge kennen. Jetzt auch hier wieder in grün oder türkis gehalten. Das sind quasi die beiden Mounts, die wir vom Vorstoß des Todes als Paragon Mounts erhalten können. Wie funktioniert das genau? Und zwar, ihr müsst die Ruffraktion hier in Cortia, Vorstoß des Todes, auf ehrfürchtig bringen. Und sobald ihr das getan habt, haben wir die Möglichkeit, nochmal 10.000 extra Ruf zu farmen und dann eine Kiste zu halten, wenn wir die uns denn einlösen. Und das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Und hier raus gibt es dann ein paar Belohnungen, unter anderem auch ein Pet, aber halt auch diese beiden Mounts, die ich euch eben gezeigt habe. Hier ist es jetzt so, dass wir verschiedene Wege haben, um an den Ruf ranzukommen. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Also, wir sind erstmal hier in Cortia. Und hier in Cortia ist es so, dass wir einmal eine Weekly-Quest haben. Und bei dieser Weekly-Quest bekommen wir relativ viel Ruf. Dafür müssen wir einfach nur alle möglichen Dinge hier in Cortia erledigen. Wie zum Beispiel Rares töten, Kisten öffnen, Daily-Quests abschließen. Also, alles, was ihr so macht, erhöht einmal den Ruf. Diese solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, denn das ist euer größter Rufbringer. Das zweite, was ihr machen solltet, um den Ruf hochzufarmen, ist, dass ihr jeden Tag im Optimalfall die Daily Quests hier mitnehmt. Über die Daily Quests bekommt ihr nämlich einfach grundsätzlich Ruf. Es gibt sogar auch manchmal bei den Daily Quests so, dass ihr doppelt Ruf bekommt, einmal durch das Abschließen der Quest und dann gibt es als Belohnung nochmal Ruf. Das nächste, was ihr machen könnt, um hier an Ruf ranzukommen, ist, dass ihr einmal hier oben den World Boss umhaut, der bringt euch auch einmal die Woche Ruf. Dann habt ihr hier nochmal eine zusätzliche World Quest, da könnt ihr auch Ruf generieren. Hier ist es manchmal sogar so, dass die nicht Gold oder Anima bringt, sondern nochmal extra Ruf beim Vorstoß des Todes. Solltet ihr die freigeschalten haben, rentiert sich auf jeden Fall. Das schaltet ihr frei, indem ihr die Kampagne hier beim Vorstoß des Todes spielt, die übrigens auch Ruf bringt. Deswegen macht es Sinn, auf jeden Fall die Kampagne auch durchzuspielen. Zusätzlich könnt ihr dann noch Ruf erhalten, indem ihr den Invasionsangriff spielt. Hier ist es einfach so, dass der alle, also jede Woche zwei Angriffe stattfinden. Der erste beginnt immer am Mittwoch mit Serverstart und geht dann quasi bis einschließlich Samstag, ich meine 21 Uhr war es, und dann von Samstag 21 Uhr bis wieder zum Server runterfahren, ist dann der zweite Angriff. Den könnt ihr quasi zweimal die Woche jeweils einen Angriff abschließen und dadurch bekommt ihr beim Abschließen auch nochmal ein bisschen Ruf. Hier könnt ihr eigentlich relativ effizient euren Ruf farmen. Im Schnitt kriegt ihr, wenn ihr die Daily-Sachen macht und dann den restlichen Ruf, den ihr quasi einmal die Woche machen könnt, wie den World Boss hauen, die wöchentliche Quest hier in Cortia, um die 1000 Ruf im Schnitt. Also könnt ihr eine Paragon-Kiste in guten 10 Tagen, wenn nicht sogar ein bisschen schneller, euch zusammenfarmen. Hier ist es auch tatsächlich weniger Aufwand als bei dem Archivar-Kodex zu farmen, denn man muss hier theoretisch nicht jede Kiste, jeden Rare umhauen, sondern nur die Dailies machen. Und die kann man, also die Dailies, je nachdem welche man hat, hat man in 10, 15 Minuten eigentlich easy durch mit einem halbwegs equippten Char. Manchmal geht es sogar einen Ticken fixer noch. Genau, das waren so die Quellen, wo ihr euren Ruf rausholen könnt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Gravierendes vergessen. Sollte das der Fall sein, schreibt das gerne noch in die Kommentare, helft den anderen Leuten. Und ja, damit wären wir auch schon wieder durch mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein wenig weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.